Thomas Heinze spielt Kaspar Bergmann in Der Alte. Als der Schauspieler in den 1990ern am Anfang seiner Karriere stand, sah er noch ganz anders aus. Seit 2022 ist er der neue Alte. Thomas Heinze spielt Kriminalhauptkommissar Kaspar Bergmann in der beliebten ZDF-Serie Der Alte. Für Thomas Heinze ist seine Rolle in Der Alte die Krönung einer beeindruckenden TV-Karriere. Bereits 1991 stand der gebürtige West-Berliner zum ersten Mal vor der Kamera, und zwar für die Max-Frisch-Adaption Homo Faber. In den 1990ern folgten mehrere Hauptrollen, unter anderem in den Filmen Allein unter Frauen und Das Superweib mit Veronika Ferres. Damals sah Thomas Heinze mit knapp 30 Jahren noch ganz anders aus als heute. Mit dunkler Wuschelfrisur und verschmitztem Blick wusste er aber schon immer, wie er die Zuschauer in seinen Bann ziehen kann. 1992 war Thomas Heinze immer noch mit etwas längeren Haaren zu sehen. Im Film Mr. Bluesman spielt er einen Blues-Pianisten und war kaum wiederzuerkennen. Im Lauf der Jahre hat sich Thomas Heinze ziemlich verändert. Mittlerweile trägt er seine Haare etwas kürzer, aber sein Markenzeichen, das sympathische Lächeln, hat der neue, der alte Star nicht verlernt.